علي 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 حيدر إمامي يا علي 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 حبي وغرامي يا علي 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 حيدر إمامي علي 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 أحلى الأسامي Weiß wie Ali und in Bukhari steht geschrieben, wir haben den Merkmal gehabt über den Heuchler daran, so dass sie Ali gehasst haben. Das heißt, der Hass zu Ali war ein Merkmal für die Heuchler. Wie sollen wir wissen, wer ist Heuchler? Steht in Sahih Bukhari. Haben wir gewusst durch den Hass zu Ali. Das heißt, wer Ali gehasst hat, war ein Munafiq. Subhanallah. Das heißt, Ali ist ein Spalter zwischen Paradies und Hölle. Weil Munafiq geht nicht ins Paradies. Das heißt, Ali, salamullah alayh, durch die Liebe zu ihm gehe ich ins Paradies und durch den Hass zu ihm gehe ich in die Hölle. Wer? Die sollen mit ihren Beweisen kommen, diese lügnerischen Beweise. Egal, wie viel. Wie viel haben sie gelogen? Sollen sie trinken. Die ganze Hadith. Sogar Ali, salamullah alayh, ist Faruq und Siddiq. Das sind die Eigenschaften von Ali. Imam Ali, salamullah alayh, sagt, ich bin Faruq und ich bin Siddiq. Und wer das außer mir das sagt, oder wer das außer mir sagt, ist ein Lügner. Niemand ist Siddiq und niemand ist Faruq außer Ali, salamullah alayh, aus sunnitischen Referenzen. Aus sunnitischen Quellen, keine schiitische, sunnitische. Das heißt, Imam Ali, salamullah alayh, ist einer, der recht leitet. Einer, der uns zeigt, wo das längst geht. Und die Nubuwa wird nicht erkannt ohne den Imam. Der Imam muss in der Lage sein, uns zu erklären, die Nubuwa von Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam. Sonst, wenn der Imam nicht da wäre, dann hätten wir so verstanden, wie Abu Huraira das verstanden hat. Abu Huraira zum Beispiel, für ihn, Muhammad s.a.w. war verhext, sechs Monate. Für Aisha zum Beispiel war Muhammad s.a.w. 6 Monate verhext. So ein Prophet 6 Monate, das ist nicht wenig. Dass, wenn wir von Abu Huraira zum Beispiel die Nubuwa nehmen, Abu Huraira sagt, 16 Jahre war Jibril nicht bei Muhammad s.a.w. 16 Jahre war er nicht mit Muhammad, war er nicht da. Dass so Rasulullah s.a.w. beinahe verrückt geworden wäre, er wollte sich das Leben nehmen. So, das ist zum Beispiel die Nubuwa von Abu Huraira. Die Nubuwa von Abu Huraira, dass er beim Gebet zum Beispiel verwechselt zwischen 2 Ruka und 5 Ruka. Dass der Prophet sowas macht, das ist die Nubuwa von Abu Huraira. Nubuwa von Muhammad, von Ali a.s. Wenn er beschreibt die Nubuwa von Muhammad s.a.w., Du wirst das Bild so vor deinen Augen sehen. Er beschreibt ihn, sagt hier Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie schön er war, wie schön er geredet hat. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich so geschämt wie eine Braut, die gerade geheiratet hat. So. Er beschreibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er nie seine Stimme war laut, dass er nie laut geredet hat. Dass er, wenn er gelächelt hat, siehst du die Perle in seinem Mund. Die Beschreibung von Imam Ali a.s. zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimmst du die Beschreibung von Sahih al-Bukhari zum Beispiel, von Umar sagt, ich bin bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam reingegangen, sah ich, die Frauen waren am Tanzen. Und Rasulullah legte sich so hin und lächelte. Und als ich reingekommen bin, und die reden darüber über Umar und weinen, sagen Umar, wie gut der war, guck mal, wie schön der war. Der ist reingekommen bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und die Frauen haben sich verzogen, weil Umar war so richtig anständig. Rasulullah legte sich hin und guckte, genießt diese Tänzerei von den Frauen in seiner Gegenwart. Und als Omar reingekommen ist, sind die rein ins Zimmer gelaufen. Und er sagte zu denen, ihr seid die Feinde von Gott. Ihr habt Respekt mir gegenüber und Muhammad s.a.w. gegenüber habt ihr keinen Respekt. Lächelte Muhammad s.a.w. und sagt, lass sie doch. Sag, was ist das? Du hebst Omar hoch, damit du Muhammad s.a.w. da hier niedrigst? Rasulullah s.a.w. legte sich hin und guckte die Tänzerei von den Frauen. Und kommt Omar und die hauen ab. Und sagt, was sagen die noch dazu? Sagt Muhammad s.a.w. sagt, oh Omar, wallah, kaum gehst du einen Weg, sucht der Shaitan einen anderen Weg. Was ist das für eine Unterstellung? Was ist das für eine Beschreibung von Prophet Muhammad s.a.w.? Deswegen kommen die Feinde von Rasulullah s.a.w. schreiben sie Bücher. Er war Frauenhengst. Er ist nur wegen Frauen gekommen und so weiter und so fort. Nimm mal die Beschreibung von Imam Ali a.s. von Muhammad s.a.w.
Alleine dieses Wissen, was Ali a.s. von Muhammad a.s. bekommen hat, das reicht bis Qiyam. Reicht bis Tag der Auferstehung. Was ist das für ein Wissen, was in Bukhari steht über Muhammad a.s. Die sagen, er lief an Bauern vorbei, die gerade hier waren an Behandlung ihre Palmen und hat einen Ratschlag gegeben. Er sagt, ihr sollt nicht so machen, sondern so. So, er geht nach Hause, kommen sie, wenn die Saison fertig war, war alles verdorben. Und die sagen, ja, Rasulullah, hast du uns Rat gegeben, unsere Palmen sind alle verdorben. Er sagt, ich bin unwissend in eure Dunya. Ihr wisst mehr als ich. Was ist das? Gibst du einen Ratschlag bei Menschen, dass sie davon lieben, wovon sie lieben, von ihrem Einkommen? Und verdirbst du alles, weil sie dir geglaubt haben, astaghfirullah. So ein Prophet, das ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und damit geben sie an. Damit reden sie und machen sich so groß. Ne? Reden sie über Umar. Sag Umar, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Recht gegeben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bietet für einen Munafiq. Macht ein Janaza, ein Totengebet. Für einen Munafiq, Gott Umar zieht ihn an seine Kleidung. Sag, darfst du nicht, ja Rasulullah, lass mich Umar, darfst du nicht. Lass mich, kommt Jibril, sag, darfst du nicht. Ist das ein Prophet? Und er sagte selber, Umar, sag, wie mir, wie tapfer war ich Muhammad gegenüber. Wie tapfer war ich gegen Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Die wollen, Umar, das geht nicht. Umar, wenn du hochhebst, geht Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, automatisch runter. Das geht nicht. Entweder oder. Weil die machen das auf Kosten von Muhammad, nicht auf Kosten von Umar. Wenn sie Umar folgen, wenn sie übertreiben mit ihrer Liebe zu Umar, können sie machen. Aber sie sollen unser Prophet in Ruhe lassen. Nicht Rasulullah genießt die Frauen und kommt Umar, sie hauen ab. Das heißt, war falsch. Aber wer hat das gemerkt, Umar? Andererseits kommt Abu Bakr rein. Die nicht nur tanzen. Sie waren mit Musik und was weiß ich, mit ihren Flöten und so. Und was sagt Abu Bakr in Sahih Bukhari? Er sagt, Mismaratu Shaitan fi Baiti Rasulillah, das heißt die Flöte des Teufels im Haus hier, Gottes Prophet, im Haus von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wer, diese Religion haben sie einfach, nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn solche Schändlichkeiten über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ihren Büchern stehen, was ist die Nubuwa denn? Nubuwa war nur ein Mann, der gekommen ist, um einen Sechsjährigen zu heiraten. Astaghfirullah. Kommt er, damit er die Frauen heiratet, hat keine Zeit gehabt, 11 Frauen. So beschreiben sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber guck mal die Beschreibung von Imam Ali alaihi salam. Der Imam kann mir sagen, das ist Rasulullah. Der Imam kann mir Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Hoheit beschreiben. Abu Huraira beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala Füße, Hände, macht einen in Hülle und einen im Paradies. Die Füße von ihm, von Allah, astaghfirullah. Das ist Abu Huraira. Wenn ich keinen Imam habe, geht der Islam kaputt. Es gibt keine Religion mehr. Weswegen geben so viele Menschen, die zum Christentum übertreten. Weswegen? Auch solche Comics, was die da lesen. Über unsere Propheten, über den Islam, über Gott. Astaghfirullah, Gott lächelt und lacht und was weiß ich, scherzt mit den Menschen, kommt auf den Esel hier Rücken runter, zeigt er sein Muttermal in seinem Bein. Was ist das? Deswegen die Imame bei uns oder Imame im Islam, nicht bei uns nur. Wenn wir die Imame nicht hätten, dann hätten wir keinen Islam mehr gehabt. Der Imam hat diese Funktion. Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen die Erklärung von La ilaha illallah zu machen, die Erklärung von Muhammad Rasulullah zu machen, die Erklärung von Adl ilahi, diese Gottesgerechtigkeit, die Erklärung von der Auferstehung, alles, die Erklärung von Koran, alles hat der Imam diese Funktion. Aber das haben sie nicht, sie haben nur Tawhid, Nubuwa und Mi'ad. Da geben sie auch zu, dass sie das nicht haben. Und Allah sagt die Imame, was haben die Imame für eine Funktion? Sagt, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Das heißt, die Imame recht leiten unserer Sache, in Allahs Sache. Das heißt, die Imame haben die Rechtleitungsfunktion. Deswegen sagt Muhammad, Allah zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in den Koran, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَذَا.
du bist nur ein Warner und für jedes Volk gibt es einen Rechtleiter. Und sagt er zu Ali a.s., ich bin der Warner und du bist der Rechtleiter.